Ich möchte wirklich einfach über eins reden, und zwar den Impact, also die Wirkung von dem, was da gerade passiert, auf die Gesellschaft. Weil das Verrückte ist, jeder spricht über Digitalisierung, aber eigentlich ist der Drops gelutscht. Also das Ding ist technisch durch. Die Frage ist nur, was passiert mit uns? Und genau das möchte ich die nächste Stunde machen. Habe da auch letztes Jahr ein Buch drüber geschrieben mit Michael Steinbrecher. Das gibt es als Preis nachher. Das heißt, wer zuhört und die Frage beantwortet, die ich am Schluss stelle, kriegt ein prämiertes Buch, das beste Businessbuch des Jahres, letzten Jahres. Von daher, ich möchte wirklich über die Menschen reden und was da wirklich passiert. Habe da zur Einstimmung mal ein Video, was eigentlich zeigt, wo wir stehen und ein bisschen so den Rahmen schaffen soll. Das Schlimme ist an dem Video, dass es eigentlich genau das ausdrückt, was wir heute haben. Das ist die Realität und alles, was man da drin gesehen hat, funktioniert. War keine Vision. Oh, da war eben noch ein Mikrofon. Ach, Sie haben ein Mikrofon. Das Interessante ist, was Sie eben gesehen haben, ist halt alles, was existiert. Das ist keine Zukunftsvision, das ist alles vorhanden. Und viele denken, wie viel Zeit habe ich noch? Und ich sage immer, eigentlich haben wir keine Zeit mehr, weil die Sache gelöst ist. Und viele sprechen immer wieder über Veränderung. Und ich sage mal, das ist relativ alt. Das Einzige, was konstant ist, ist die Veränderung. Allerdings, was das Thema Digitalisierung so spannend macht für die Gesellschaft, für eine Stadt, ist das Tempo. Also ich habe angefangen, als ich 16 war, mit IT. Und da muss man sich vorstellen, da waren die Veränderungszyklen. Ich war bei Siemens im Rechenzentrum. Die waren so 20, 23 Jahre. Also wenn man dann anfing, nach dem Studium, hat was gekonnt, musste man einmal im Leben eine Veränderung mitmachen. Das war so. Oder man war Quereinsteiger, hat man einen Job gewechselt, einmal. Mittlerweile ist man bei technischen Zyklen von 8 Jahren, 6 bis 8 Jahre. Das heißt, das Ganze ist 3-mal so schnell geworden. Und das ist das Thema, worum es geht. Es geht so schnell, man muss sich überlegen, wie oft schafft man es, so eine radikale Veränderung mitzunehmen. Und das Verrückte ist, dass immer wieder so Buzzwords kommen und wir haben eben auch gehört in der Ankündigung, wir reden über Big Data und jeder spricht über Big Data und alle sagen, Big Data ist das Öl des 21. Jahrhunderts und Daten ist die Zukunft. Und ich muss Ihnen eins sagen, das Thema mit den Daten ist für mich immer recht spannend, weil alle sagen, 99% der Daten sind Müll, die brauchen wir gar nicht. Man muss dieses 1% rausfinden, da gibt es neue Typen, Data Scientists. Und ich sage Ihnen ganz offen, das ist vollkommener Quatsch. Das Problem mit den Daten ist nicht die Datenmenge, sondern wir haben noch nicht die richtigen Fragen gestellt. Und wir haben nicht verstanden, dass mit Daten sich das Verhalten der Menschen verändert. Und warum? Wir sind alle geboren, wenn ich mir hier rumgucke, vom Alter her, bis auf wenige Ausnahmen, wir haben alle eine saubere Ausbildung, können alle rechnen, wissen, was Kausalität ist, darauf basiert ist. Also jeder, der von uns eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, weiß, wie man sowas kausal aufbaut. Das Problem mit Daten ist,
dass Daten nur noch auf Korrelation basieren. Das heißt, es interessiert niemand mehr, was richtig und falsch ist, solange die Datenmenge groß genug ist. Und es wird halt einfach in Verbindung gesetzt. Das andere Thema ist, das macht Menschen kirre. Die haben da echt ein Problem. Das andere Thema ist, man nimmt plötzlich Daten aus anderen Industrien, wo man gar nicht gut ist. Wir haben alles sauber fundierte Ausbildung, da sind wir stolz drauf, der Ingenieur. Warum ist die Software von SAP so cool? Weil wir Software bauen wie Ingenieure, wie wir Autos bauen. Und das Verrückte ist, plötzlich muss ich in andere Industrien gehen, wo ich mich gar nicht auskenne, in andere Domänen, und die Daten korrelieren. Ich fühle mich da unsicher und das macht die Leute wirklich, ja, ich würde sagen, krank. Und so als Beispiel, was machen wir bei SAP? Wenn zum Beispiel irgendwo jemand auf der Welt eine Grippe hat und auf dem Handy nach Grippe sucht, in einem Suchalgorithmus lokalisieren wir den Ort, wo er das gemacht hat, dann vergleichen wir das plötzlich mit dem Abverkauf von Grippemedikamenten aus dem Handel, vergleichen das mit Arztbesuchen, die in der Stadt oder um die Lokation ansteigen oder auch nicht, entscheiden dann aus der reinen Korrelation, hier ist eine Grippewelle, und verändern im Pharmakonzern die Logistik, dass dort mehr Medikamente hingeschickt werden. Das ist die neue Welt. Und das muss man abarbeiten können mit den alten, ich sag mal, Werten. Und ich habe das vor kurzem erlebt, also ich habe keine eigenen Kinder, aber wenn man so technisch orientiert ist und man hat einen Freundeskreis Kinder, ist es immer so, wenn man ein Kind hat, und früher hat man gesagt, der ist schlecht in Naturwissenschaften, heute sagt man, das Kind ist begabt in anderen Themen, zum Beispiel Kunst oder Sport, dann kommen die Eltern immer zu mir und sagen, hey, ich habe hier ein super sportliches Kind, kannst du mit dem Mathe lernen? Also das ist so meine Freizeitbeschäftigung. Und da habe ich einen, ich mache den total super sportlich, 10 Jahre alt, da haben wir Mathe gelernt. Und das war wirklich 10 Jahre, 5. Klasse Mathematik, und da lernen die gerade so ein bisschen multiplizieren, größere Zahlen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was Korrelation und Kausalität ist. Und zwar, der hat eine Aufgabe gekriegt, hieß es, wie viele Buchstaben hat ein Harry Potter Roman? Also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute ist, du musst nicht zählen. Die schlechte ist, wir müssen uns ein bisschen Gedanken machen. Also habe ich gesagt, hol mal so ein Buch. Das ist ein Harry Potter Buch, kurz. Ja, wie viele Buchstaben hat es jetzt? Da haben wir geguckt, wie viele Seiten hat es? Ja, was weiß ich, 400 Seiten. Mal haben wir die Zeilen gezählt, mal die Anzahl der Buchstaben pro Zeile. Dann hat er die drei Zahlen zusammen multiplizieren sollen. Ja? Dann kam also raus, 1, und genau, dann war ich, wie viele Buchstaben hat es? Antwort A, 10.000. Antwort B, 100.000. Antwort C, 1 Million. Ja? Dann fing er so an zu rechnen. Dann die ersten 3 Multiplikationen, dann zack, irgendwie 1.100.000, zack, falsch, sage ich, hier, guck rein, Fehler, nochmal, okay. Fängt er wieder an, 1.200.000, ich sage, hey, jetzt konzentrier dich mal und rechne sauber aus. Und das sagt er voll trocken, Rolf, das ist mir vollkommen egal, die Antwort ist C. Und da habe ich dann so, und geht zur nächsten Aufgabe, vollkommen trocken. Und da habe ich gemerkt, okay, da lebt eine Big Data Welt. Wir, wie wir hier sitzen, mit wenigen Ausnahmen wahrscheinlich, hätten ausgerechnet, was die genaue Zahl ist, hätten die Leerseiten abgezogen, hätten die Zeilenüberschriften abgezogen und wären stolz wie Bolle gewesen. Heutige Zeit macht das nicht mehr. Das ist, hat sich komplett verändert. Und was ich dann festgestellt habe in den Daten, wir müssen unser Verhalten ändern. Korrelation steht Kausalität. Was noch viel schlimmer ist, es geht auch nicht um die Daten. Es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht um das Verhalten von Menschen. Und das ist ein Beispiel, was ich sage, es interessiert mich nur noch, wie ich aus Daten Verhaltensweisen ableiten kann. Full stop. Alles andere interessiert mich. Ein Beispiel, großer Fashion-Artikel-Herstellernamen kann ich nicht nennen, weil der das Thema Datenschutz nicht ganz ernst nimmt wie wir hier. Der hat hier nur ein Ziel. Den interessiert gar nicht das Fashion. Den interessiert, was die Dame macht, wie sie sich verhält. Und ein Beispiel, jeder kennt es, dann wissen Sie das auch, wenn Sie surfen, weiß ich ganz genau, was haben Sie gesurft, welche Artikel sich angeschaut. Da wird ein kleiner Keks abgelegt bei Ihnen auf so Festplatte, um das auch wieder sich zu erinnern. Und dann wird geguckt, was shoppt die oder derjenige. Und da wird immer wieder versucht, über Werbung das rauszuholen. Das ist vollkommen old school. Was man heute macht mit Daten, ich versuche das Verhalten rauszufinden. Und jetzt gibt es ja solche Laufgruppen, Running-Apps. Ich weiß nicht, wer von Ihnen läuft. Also ich bin ein begeisterter Läufer. Zumindest gewinne ich die ganzen Wettbewerbe. Nicht, weil ich laufe, sondern weil ich weiß, wie man die Daten manipuliert. Aber ich bin da immer ganz vorne mit dabei. Und wir haben das auch bei uns in der Firma. Und jetzt muss man sich vorstellen, da war ich bei dem Sportartikelhersteller und habe gemeint, wenn ich schon in der Laufgruppe drin bin, wir haben das bei uns in der Firma. Und da habe ich eine Kollegin, die Anja, und wir challengen uns da immer permanent. Dann sage ich, wenn ich da drin bin und ich teile mit anderen Menschen,
sowas wie persönliche Daten, Gewichtsdaten, Fitnessdaten. Da habe ich ja dann ein Verhältnis, eine Vertrauensbeziehung. Warum nutzen wir dieses Wissen nicht aus? Und was immer üblich ist, wenn jemand Geburtstag hat in so einer Laufgruppe, kriegen die anderen eine E-Mail, hey, die Anja hat Geburtstag, magst du ihr nicht einen Gutschein schenken? Sagen alle, hey, stimmt eigentlich, Gutschein, super Geschenk, voll Gedanken gemacht. Und drücken auf Kaufen. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ja, diese Beziehung. Warum gehst du und her und sagst, Rolf, magst du der Anja nicht, und jetzt kommt's, die paar Schuhe schenken, die sie seit 10 Wochen anklickt, aber sich nicht traut zu kaufen. Die Schuhe, die sie braucht, weil sie 350 Kilometer gelaufen ist, das weiß ich ja auch. Die Schuhe, die zu ihrer pinken Leggin passen, die sie letzte Woche sich bestellt hat. Und jetzt kommt das Witzige, dann gucken die in die Lauftruppe, dann ist der Rolf drin, dann gucken sie in mein Profil, sagen, oh, der gibt gern Geld aus, der geht gern shoppen. Oder ist es so ein Schwabentyp, dann kriegt man das T-Shirt angeboten. Also die gehen eiskalt her und bieten gezielt den Menschen Produkte an. Und ich habe gedacht, hey, er kam hoch, die hat Geburtstag, die Schuhe, ihre Größe, ihre Konfiguration, ihre Farbe. Das war natürlich super geile Sache, Kauf. Und dann hat sie das zugeschickt bekommen, war stolz wie Bolle. Dann muss man sich vorstellen, was da gerade passiert. Die geht nach Hause, ihr Mann sagt, guck doch mal, hey, die Kollegen, hey, die machen sich Gedanken über Geschenke. Und er kommt mit dem Gutschein um die Ecke. Nein, also, und das ist, worum es geht. Es geht nur noch ums reine Verhalten. Und das ist das Verrückte. Wer das People-Behavior im Griff hat, der wird gewinnen. Dieses Ganze typisch mit Werbung zuballern, möchte keiner mehr sehen. Und das Gleiche passiert mit dem Maschinen-Behavior. Wir haben ja hier auch Maschinenbauer in der Region. Wir haben auch mit Heidelberger Druck ja eines der führenden Maschinenbauunternehmen. Worum geht es da? Es geht darum, das Wissen der Ingenieure in das Verhalten der Maschine zu interpretieren. Ich habe zum Beispiel die Firma Schunk, die sitzt hier in Laufen am Neckar, gute Stunde weg. Und die hat Spann- und Greiftechnik, die macht Greifer. Also was tut Langweiliges, sind aber Weltmarktführer. Das heißt, in jeder Fertigungsanlage, wenn man hier durch Heidelberg geht, egal wohin, sind die Greifer drin, wo eine Fertigungsanlage ist. Und dann sitze ich mit dem Inhaber zusammen und sagte, Mensch, ich brauche so Industrie 4.0 und Vernetzung der Maschine. Mein ganzer Betrieb, jeder Maschinenbaubetrieb überlegt sich, wie kann ich meine Maschinen vernetzen? Und ich sage, Mensch, Hendrik, das ist toll. Und da kriegt man ungefähr 30-50% Mehrwert rein, wenn ich eine Maschine vernetze, wenn ich die Wartung automatisieren kann. Aber ich habe gesagt, guck mal, im kompletten Handel geht es nur noch ums Verhalten von Menschen. Lassen Sie mal überlegen, das Verhalten von Maschinen. Dann fing der an, in seine Greifer Sensoren in die Finger zu bauen. Weil ich habe gesagt, guck mal, du bist bei Daimler in der Fertigungsmaschine, aber so nah wie du am Werkstück ist kein Mensch. Jetzt geht er her in der Fertigung und greift die Teile, die er fertigt. Und während er die greift, misst er die Temperatur, den Druck, die Zeit, die Hübe und kann plötzlich mit seinem Fachwissen, was nur er hat, eine Qualitätssicherung machen, gucken, ob die Schweißpunkte die richtige Temperatur haben, kann gucken, ob der Greifer sich in der richtigen Spezifikation bewegt oder ob man schneller fertigen könnte, langsamer fertigen könnte. Plötzlich passiert Folgendes. Durch die Vernetzung von Maschinen kann er sein spezifisches Wissen reinbringen und schafft neue Geschäftsmodelle. Das ist, was passiert. Jeder hat Angst, dass wir kopiert werden aus dem asiatischen Raum. Das kann ich nicht kopieren, dieses Wissen über Maschinen. Was wir machen mittlerweile, wir haben die Turbinen von Flugzeugen. Und da gibt's, früher hat man gesagt, alle 100.000 Kilometer muss die gewartet werden. Heute fange ich an, mir zu überlegen, wie viele Flüge muss die noch machen, wo ist der Flieger, weil wenn er in Tokio steht, fliegt hier das Wartungsteam rüber, um die Maschine zu warten. Was macht man heute? Ich merke, die schafft die Strecke nicht mehr. Ich lasse nach Polen fliegen, dass er dann in Frankfurt zurücklandet, wenn der Punkt kommt. Wenn ich Teile warte, wird vorher geschaut, welche Teile muss ich ausbauen, haben die genug Betriebsstunden durch die komplette Vernetzung. Das ist, was passiert. Was aber die Leute nicht wissen, der wirkliche Mehrwert ist das Wissen über das Verhalten. Und deswegen braucht man keine Angst zu haben, weil das speziell in Deutschland die Menschen auszeichnet. Weniger im Handel, das ist ein Amerikaner, wie ich eben beschrieben habe, komplett führend. Aber was Maschinenbau anbelangt, was die Menschen auch hier in der Region, wenn man sich mal anguckt, in Karlsruhe studiert wird, was man auch hier hat, ob es ein Heidelberger Druck ist, dieses spezifische Wissen macht es aus. Und wohin führt es? Es führt zu etwas ganz Witzigem. Und zwar, das hat man gesehen bei Pokémon Go. Das führt dazu, dass ich überall Sensoren habe. Es gibt nichts mehr, was nicht vernetzt ist. Und plötzlich gibt es keine Grenzen mehr zwischen der virtuellen Welt und der realen Welt. Und dieser Übergang ist für Menschen so unheimlich schwierig. Und zwar schwierig deshalb,
weil ich einfach meine Fundamente verliere, wo ich mich bewegt habe. Und ich mache ein Beispiel, digitale, physische Welt, jeder kennt Pokémon Go. Das war natürlich das phänomenalste Beispiel, wo Menschen einfach in diesen Welten versinken. Ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, wer von Ihnen die Familie Mack kennt, Europapark in Rust bei Freiburg. Die haben total die langweilige Achterbahn, die Alpenbahn. Also da sitzt man drin, das ist wie wenn man früher sagt, schaukel mich in Schlaf. Ist okay, die ist halt 15, 18 Jahre alt. Ja, dann haben die sich überlegt, muss ich nur investieren oder kann ich was digital machen? Und der Michael Mack, also total witzig, dann haben wir uns so eine Augmented Reality Brille, hat er sich besorgt. Jetzt fahre ich und das muss man wirklich mal machen. Sie fahren die Bahn, todlangweilig. Kinder bis 4, 5 Jahre finden es noch cool. Dann setzen sie sich eine Brille auf, eine 3D-Brille. Und sie fahren mit ihrem Körper die gleiche Bahn. Aber in der Brille sind sie plötzlich auf einer Marslandschaft. Ganz andere Eindrücke und ihnen rutscht das Herz in die Hose. Und dann plötzlich gibt es einen anderen Modus, wo plötzlich Menschen in dieser Welt sind. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie sitzen mit Ihrer Frau in der Bahn, dann gucken Sie nach rechts, plötzlich sitzt da eine Prinzessin, könnte ein Monster sein. Also das Interessante ist, die ganze Welt wird verschoben, plötzlich sitzen Tiere auf dem Fahrzeug drauf und obwohl Sie das Gleiche physisch real machen, nehmen Sie es anders wahr. Und diese Augmented Welten, das ist eigentlich, was momentan gerade passiert, ob das im Engineering-Bereich ist, im technischen Bereich, das ist die Zukunft, das zu vermischen und damit werden meines Erachtens in Zukunft wird sich alles verändern. Wir haben jetzt eins gemacht, das haben wir gerade in Amerika vorgestellt, Sie stellen sich vor ein Schaufenster und das Schaufenster hat keine Artikel drin. Also stellen Sie sich vor, alles leer, da stehen nur Hologrammtafeln, durchsichtige Glastafeln. Und dann hat man eine Kamera im Schaufenster und es funktioniert wirklich. Dann scannt er sie ab und er macht ein Bild von ihnen, was sie anhaben, sprich Stilfarbe und ihr Gesicht. Dann ermittelt diese Maschine, ob sie männlich-weiblich sind, das ist schon der erste wichtige Punkt. Und das zweite ist, wie alt sie sind, was für einen Stil sie haben. Und dann wird entsprechend ihres Stiles im Schaufenster, werden die Artikel eingeblendet. Und das Verrückte ist, also wir haben das gerade gemacht, ich hätte es selbst nicht geglaubt. Bei mir kam raus, ich bin 18 bis 21 männlich. Wow. Ja. Netter Spiegel, habe ich gesagt. Den habe ich entwickelt. Da war ein Foto von mir drin. Bei den anderen hat das Alter gestimmt. Und das ist verrückt. Aber das sind solche Dinge, wo ich sage, so wird sich die Welt verändern. Was ist dann der Hintergrund? Sie gehen dann rein. In jedem Laden ist jeder Artikel genau einmal da. Auch in einer Größe. Eventuell nicht die Farbe. Sie probieren es an und dann mit dem Same-Day-Delivery bekommen Sie einen Artikel zurück. Verändert komplett das Shoppingverhalten. Das ist diese Welt, die wir sehen. Und die führt natürlich zu etwas ganz Interessantem, nämlich der kompletten Veränderung von Geschäftsmodellen. Was Sie hier sehen, ist ein Drucker von Adidas. Adidas produziert die Schuhe nicht mehr in Vietnam. Wir haben das gezeigt auf der CeBIT und ich habe heute extra connected Schuhe an. Also ich habe solche Schuhe an. Also man kann sogar mit denen laufen. Die sind vernetzt und auch im 3D-Drucker entstanden. Und das Witzige ist, der zweite Schuh ist perfekt. Was macht man, wenn Sie den ersten Schuh kaufen? Dann laufen Sie über so eine Druckplatte und danach wird Ihre Sohle gedruckt, Viertelstunde aus dem Drucker. Alles Obermaterial wird einfach abgemessen, das ist elastisches Material, wird zusammengenagelt. Woher kommen die Farben? Man guckt, welche Farben sieht man. Es werden alle Bilder aus Instagram, Facebook, Social Media gescannt. Was sind die aktuellen Trendfarben, was sind die aktuellen Trendformen? Das wird in einer Art Konfigurator dargestellt. Man wählt es aus. Viertelstunde wird das Ding gedruckt. Was noch viel witziger ist, in dem Schuh ist ein Sensor drin. Also da sind Sensoren drin. Ich finde das total witzig, weil die mir abends sagen, wie viel ich gelaufen bin, wie meine Schrittweite war, ob ich schneller laufen könnte. Das ist totaler Schwachsinn, aber ist total gut. Und wenn ich Sport mache, sagt er mir, dass meine Schrittfrequenz zu langsam ist. Dabei sage ich, die Pumpe ist zu langsam. Aber er sagt, ich muss höhere Frequenz treten, dann werde ich schneller oder größere Schritte machen. Also wirklich hochinteressant. Mit der Pumpe kann der noch nicht. Das mit der Pumpe kommt in der nächsten Version. Da arbeiten sie dran. Nein, aber das Witzige ist, Sie laufen mit dem Schuh. Sie gehen zum zweiten Mal hin. Dann sagt er Ihnen genau, wie oft sind Sie im Schuh noch rumgelaufen? Wie oft haben Sie Sport gemacht? Was für ein Sport? Und bezogen auf die Daten, wie sie den Schuh genutzt haben, schlägt er ihnen vor, was der nächste Schuh ist. Und das Verrückte ist wirklich, eigentlich verkaufe ich ihnen keinen Schuh mehr, sondern ich verkaufe ihnen ein Laufgefühl, ein Sportgefühl und dahin zieht es ab. Das Thema ist, mein Verhalten in ein Laufgefühl zu überführen, eine Experience. Und
Und das Verrückte ist, viele denken, das ist Zukunft, das wird heute gemacht. Und wir haben in Berlin was uns dort, da haben wir es mal 4 Monate probiert. Die Menschen haben das wirklich angenommen. Und ich persönlich teste es natürlich immer aus, habe die Schuhe, finde es witzig mit den Daten. Aber im Prinzip ist es wirklich so, dass der mir sagt, das ist der perfekte Schuh. Und ab dem 2., 3. Schuh wird es natürlich immer perfekter. Und irgendwann merken Sie zum Thema Geschäftsmodell, Sie kommen da gar nicht mehr weg, weil der hat so viel Daten über Sie, dass der Sie am besten bedienen kann. Und das ist die Kundenbindung. Und Sie kaufen auch kein Produkt mehr, sondern Sie kaufen das Laufen, das Rennen, das Gehen. Golfschläger machen das Gleiche mit Sensoren. Das ist, worum es geht. Und ganz ehrlich, das ist in meinen Augen übersetzt, was Technologie macht. Big Data kommt. Wir müssen unsere Grundwerte, sprich Korrelation, steht Kausalität, überdenken. Wir müssen aus industriefremden Domänen Daten verarbeiten können. Es geht ums Verhalten von Menschen, Verhalten von Dingen. Und daraus ergeben sich neue Geschäftsmodelle in einer Welt, die nicht mehr unterscheidet zwischen digital und real. Und ich sage immer zu Menschen, man muss aufpassen, was Digitalisierung bedeutet. Und egal, was Sie von heute Abend mitnehmen, das ist im Prinzip meines Erachtens heute die beste Definition zum Thema Digitalisierung einer Stadt, eines Unternehmens. Das heißt nämlich nichts anderes als, jeder wird eine Softwarefirma. Jeder muss mit Daten arbeiten. Und Sie machen 3 Dinge. Sie nehmen Verhalten von Menschen, People, Verhalten von Dingen, Things. Es gibt keine Grenze mehr zwischen digital und physisch. Und Geschäftsmodellen. Das vernetzen Sie miteinander, übersteigen die Grenzen. Und dann kommt ein neuer Punkt hinzu. Intelligente Vernetzung. Das ist dieser Begriff Machine Learning, Artificial Intelligence, wo viele Angst haben. Auch wirklich Angst, was das bedeutet für die Gesellschaft, für einen Einzelnen. Und ich kann Ihnen nur eins sagen. Ja, das ist ein heftiges Thema. Wenn man es mal richtig angeht, hat es unheimlich viel Potenzial. Warum ist es so heftig? Ich gehe gleich im Detail drauf ein. Weil das die nächste Form der Automatisierung ist. Und viele heutige Jobs davon betroffen sind. Warum ist es aber so spannend? Weil plötzlich Maschinen Ihnen Vorschläge machen können in einer hybriden Symbiose, die der Mensch gar nicht verarbeiten kann. Und das ist das Spannende dran. Ich möchte Ihnen gleich auch mal ein Beispiel live zeigen, warum ich das so spannend finde. Man muss immer 2 Dimensionen sehen. Ich werde jetzt oft gefragt, was sind die Top 3 Dinge, die sich verändern werden, zum Beispiel in der Stadt Heidelberg. Und das ist eigentlich ganz witzig, das ist so, also ich werde immer so als Technologe gefragt und Mensch, du machst doch Innovation. Was sind so die 3 Big Shots, wo muss ich Aktien kaufen, dass ich superreich werde? Also was kommt morgen? Und ich bin da ganz offen zu Ihnen. Wenn ich wüsste, was morgen kommt, wäre ich heute nicht hier. Das ist wie diese Finanzberater, die immer kommen und sagen, ich sage dir, wie du Millionär wirst. Und ich sage, warum fängst du bei dir nicht an? Also da muss man offen sein. Aber was ich Ihnen sagen kann, die 3 Trends, die ich sehe, wo meist investiert wird, mit dem größten Wirkungsgrad, wo am meisten ignoriert sind heute. Also jeder spricht drüber, aber keiner hat wirklich verstanden, was hinten dran läuft. Und das ist für mich das Witzige. Also ich sehe, wie viele Millionen, Milliarden da reinfließen an Forschungsmittel, an Technologie. Und dann höre ich immer an, was darüber geschrieben wird. Und ich denke immer, nee, das war's nicht. Und die 3 Dinge, die sind, das erste ist autonomes Fahren. Jeder spricht drüber, wir Deutschen auch sehr arrogant. Warum? Wir sagen immer, das Google-Auto ist total hässlich. Das Google-Auto ist gar kein Auto. Das Google-Auto ist ein Container, der die letzte Meile der Logistik macht. Auch was in der Presse immer steht mit dem autonomen Fahren, dass man da ein Auto hat und es fährt allein durch die Stadt und so. Ganz offen, ja, das ist cool. Ich habe das selbst, ich habe so eine Beta-Software, ich fahre da schon seit Februar letzten Jahres mit rum. Funktioniert in der Regel auch ganz gut, habe es erst 2-mal lackieren lassen müssen, neu, weil die Software leichte Fehler hatte, aber nur leichte Kratzer, die ganze linke Seite. Aber es funktioniert, also grundsätzlich. Ich habe da auch schon interessante Erfahrungen gemacht. Ich fahre dann immer so nach Frankfurt zum Flughafen und habe dann den Autopiloten drin und das Auto kann das echt gut. Und da muss man sich vorstellen, das ist 120 und da fahre ich immer mit einer Software, die habe ich selbst dann erweitert, immer unterm Punktekonto. Also der fährt schneller unterm Punktekonto, total cool. Also 18 km/h. Genau, 120 im Tacho, weil sie haben noch die Toleranz drin. Also ich habe 120 drin, habe nur 5% Toleranz rein. Und dann fuhr ich mit 140, da auf der linken Spur,
fand es total gut und habe da ein bisschen geguckt. Und dann ist von hinten jemand angefahren mit einem sehr sportlichen Fahrzeug aus München und ist wirklich extrem dicht aufgefahren, hat Lichthupe gemacht, unheimlich große Anstalten. Und da habe ich mal kurz auf die Kamera geguckt, wollte mal hinten rausgucken, was der so macht. Und habe dann festgestellt, dass das so nah war, dass ich nicht mal mehr die Autonummer gesehen habe. Also da habe ich gedacht, hoppla, da ist bestimmt ein Defekt, den musst du jetzt halt warnen, dass der zu dicht auffährt. Und dann, weil es ein Elektroauto ist, mit einem Autopilot habe ich den Sitz nach hinten gefahren, Autopilot drin gehabt, bin ich so aufgeklettert, habe mich dann zwischendrin in den Tunnel gestellt und wollte ihm nur sagen, jetzt bleib doch mal weg. Und ich fand es witzig, ich mache es heute nicht mehr. Weil in dem Moment hat er mich angeguckt und das war total, der hat gedacht, da ist jetzt der Sensenmann und sagt, komm mit, das war's. Die Augen, der hat die aufgerissen und der war voll fertig und dann ist er in die Eisen. Und da habe ich gedacht, hoppla Rolf, das war jetzt doof, weil da hätte echt was passieren können. Ist zum Glück nichts passiert und bin ich wieder nach vorne gekrabbelt, so, ich war so halb drin gehangen, dann bin ich rechts rüber und dann wollte ich ihm halt nochmal so winken, sagen, ja, war ein Scherz, war nicht so gemeint. Der war fertig, der war so am Lenkrad. Starrig und ich weiß nur eins, er wird nie wieder auf ein Auto dicht auffahren, aber darum geht es nicht, das ist nur Spaß. Also diese Art von autonomem Fahren ist lustig, das ist, wie sagen die Deutschen, Fahrassistenz, da Sicherheit. Und es ist auch wirklich so, wenn ich müde bin, ich mache das Ding rein, da hat man mehr Zeit, also das ist echt gut. Aber darum geht es nicht, es geht beim autonomen Fahren nur um eine Sache, die letzte Meile zu automatisieren. Das heißt, ich mache die Logistik in ein komplett neues Konzept. Weil heute läuft es so, Massenproduktion, Verteilzentren, Third-Party-Dienstleister. Und morgen läuft es so, letzte Meile, individuell. Es dreht sich die komplette Wertschöpfungskette der Logistik um. Das ist, was Google macht mit ihrem Google Car. Es geht nicht ums Auto. Und nochmal, Fahrassistenz, alles locker, darum geht es aber nicht. Was auch interessant ist, das Thema Amazon mit den Drohnen. Jeder sagt, die Drohnen kommt. Ich persönlich glaube nicht, dass die Drohne kommt. Ich finde die Drohne Schwachsinn. Weil das nicht funktioniert. Das geht heute von der Infrastruktur, aber es wird nicht funktionieren mit dem Wind, Wetter, viel zu schlimm. Ich glaube eher, dass das autonome Fahrzeug in der Stadt kommt. Aber das Interessante ist bei Amazon, und das unterschätzen alle, im Kopf, in der Denke, haben die Logistik neu gedacht, weil die denken in der Losgröße 1, da denkt in einem Einzelstück. Während andere sagen, ob die Drohne kommt oder nicht, I don't care. Amazon hat schon den Prozess durchgedacht. Und das ist etwas für eine Stadt Heidelberg, das Thema regionaler Marktplatz. Wir müssen die Prozesse neu denken. Ich glaube zum Beispiel, man könnte einen Amazon für die Metropolregion machen, mit jedem Einzelgeschäft. Ich muss nur die Warenlager vernetzen, einen globalen Katalog machen, mit der letzten Meile neuen Logistikkonzepten das Zeug ausliefern. Die Leute nehmen das mit, wirklich ein anderes Last-Mile-Konzept nehmen. Und wenn ich dann am Artikel ein Problem habe, kann ich am Samstag dahin fahren und kriege einen anderen Kundenservice. Also dieses Amazon-Konzept ist eigentlich für so eine Metropolregion gar kein Problem, obwohl alle sich darüber beklagen, die Einzelhändler, wenn man sich diese Sachen mal überlegt, wie man es umsetzen kann. Deswegen bin ich ein großer Fan von regionalen Marktplätzen, die genau das gleiche, den gleichen Artikel liefern, von einem kleinen Store, die halt wirklich die letzte Meile lösen, weil darum geht es, plus mehr Kundenservice. Deswegen autonomes Fahren, jeder schreibt drüber, das, was hinten dran steckt, ist um Längen besser. Das zweite Thema ist, auch so ein Thema, wo ich sagen muss, wird vollkommen unterschätzt, 3D-Drucken. Also alle, wir sind unheimlich stolz auf unsere Fertigungsindustrie. Die 3D-Drucker ist der größte Angriff auf unsere Fertigungsindustrie. Die können Dinge drucken, wo man heute die besten Ingenieure gebraucht hat, zum Beispiel eine Kugel aus zwei Hälften zusammensetzen, dass sie vollkommen balanciert und ausgewogen ist. Wird heute einfach gedruckt. Was ich beeindruckend finde beim 3D-Drucker, Medizinbereich. Lässt seinen Körper abscannen. Ich wünsche niemandem, dass er einen Unfall hat. Kann ich plötzlich meinen Knochen nachdrucken? Fantastisch. Also wirklich, da hat man dann, wenn man mal eine Hüfte bekommt, die passt. Da brauche ich nicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Reha, weil es sich einschwingen muss. Wirklich fantastisch. Wenn man sagt, in der Lebensmittelindustrie, unglaublich, was da geht. Das Verrückte ist nur, wir haben noch nicht verstanden, dass die komplette Wertschöpfung in das Design des Produktes geht. Nicht mehr in die Fertigung. Fertigung wird vollkommen automatisiert. Es gibt keine Fertigungsmargen mehr. Und wir machen das mittlerweile mit UPS in Amerika. Im Verteilzentrum der Logistik stehen 3D-Drucker. Wenn Ersatzteile bestellt werden, wird geschaut, gibt es ein digitales Design. Die drucken es logistisch am nächsten aus, Thema Logistik vom ersten Punkt, schippen das raus und zahlen dem Designer des Produktes eine Royalty-Fee, Lizenzgebühr, das war's.
Es wird so unterschätzt. Und das 3D-Drucken macht Fortschritte. Am Anfang war es nur Spielerei, dann war es nur Plastik. Airbus druckt die kompletten Interieurteile vom Flieger mittlerweile vollkommen in 3D. Und da muss man sich überlegen, was heißt es, wo ich am Anfang sagte, für eine Stadt wie Heidelberg, für die Maschinenbauunternehmen und so weiter. Das kommt. Das Drucken wird eine Renaissance erleben. Und da muss man sich einfach Gedanken machen, wie das auch wieder sich auf die Logistik auswirkt. Und dann kommt das wichtigste Thema, was uns alle betreffen wird, maschinelles Lernen. Machine Learning für mich, das spannendste Thema der IT seit 40 Jahren. Und das ist eigentlich ein Oxymoron, weil wir haben ja seit 40 Jahren alles automatisiert. Bloß das, was automatisiert wurde, ist totaler Kindergeburtstag gegen das, was da jetzt kommt. Warum? SAP hat tolle Prozesse gebaut. Wir haben es geschafft, zum Beispiel einen Rechnungsprozess mit einem Machine Learning so zu automatisieren, dass wir in um 94%, Entschuldigung, weiter automatisieren konnten. Sprich, wir haben sogar das Offshore-Sender, da schicken sie Rechnungen hin, Papierrechnungen, die werden eingescannt. Und weil wir halt die letzten 10, 15 Jahre Millionen von Rechnungen gebucht haben, erkennt er den Vorgang. Das ist das Lernen. Und bucht die vollkommen automatisch, wo heute noch ein Mensch drauf guckt. Überlegen Sie sich, was das heißt für Verwaltung und Banken. Das ist das Thema Automatisierung. Und es verändert sehr viele Jobs. Und ich kann Ihnen sagen, wir machen das mittlerweile in Asien. In Versicherungen ist das ganz normal. Die sind da in Japan schon wesentlich weiter bei solchen Automatisierungsprozessen. Wir fangen an, wir machen zum Beispiel CV-Matching, Lebensläufe. Wenn hunderte von Lebensläufen kommen, das sagt der Algorithmus, die 500 brauchst du gar nicht nehmen. Da hat kein Mensch reingeguckt. Nur aufgrund von Attributen mit Matching. Solche Dinge laufen da. Und das ist so eine Sache, wo viele Leute Angst haben, aber ich sage, da darf man keine Angst haben. Wir automatisieren seit 40 Jahren mit IT. Das war die Idee der IT. Bloß jetzt wird es halt nochmal auf eine neue Stufe gehoben. Was aber viel interessanter ist, Sie müssen sich vorstellen, heute haben wir viele Daten, wir haben Prozessdaten und ich habe vorhin über Verhalten gesprochen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie können aus den ganzen Daten, die ich habe, ein Verhaltensmodell oben drüber legen. Das heißt, Sie können jetzt Entscheidungen treffen wie ein Mensch. Das ist die nächste Stufe, dass die Maschine uns Sachen abnimmt. Jetzt sagen viele, kann das funktionieren? Typisches Beispiel. Im Einzelhandel diskutiere ich auch hier mit großen Einzelhändlern. Was ist das ungelöste Problem im Handel? Wann erhöhen Sie den Preis und wann reduzieren Sie den Preis? Das sogenannte Markup-Markdown-Problem. Wenn Sie zu früh den Preis herabsetzen, verlieren Sie Geld. Wenn Sie zu lange oben bleiben, bleibt Ihr Lager voll. Das sind die zwei Probleme. Wie kann man sowas ermitteln? Sie haben es halt immer so gemacht. Es gab einen Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf. Sie gucken, wie viel Zeug von der Hose im Lager rumliegt. Ist alles da. Aber ich sage, Moment, Sie haben doch diese Loyalty-Karte. Sie wissen doch genau, wie sich Ihre Kunden verhalten. Also ich sage immer, der beste Kunde von einem Engelhorn, glaube ich, das ist der geschiedene SAP-Mitarbeiter mit einer jüngeren Freundin. Den interessiert kein Preis, der hat nur 2 Stunden Zeit. Das gleiche für BSF-Mitarbeiter. Also das sind wirklich die, die das Geld halt sehr gern ausgeben. Und wenn Sie dann natürlich 2 Stunden vorher den Preis runternehmen, haben Sie was verloren. Also da muss man sich überlegen. Das heißt, Sie fangen plötzlich an, Kaufverhalten, was Sie anhand von Loyalty-Datenbanken haben, abzumischen mit Ihren Beständen, Strategien, Wettbewerb, was macht der? Das funktioniert. Was das Interessante ist, das kann ein Mensch gar nicht mehr verarbeiten, weil es einfach von der Kapazität zu hoch ist. Und ich habe mir immer gedacht, ist es gut, ist es schlecht? Ich persönlich finde es so, dass die Maschine dem Menschen jetzt einfach bessere Handlungsempfehlungen gibt. Das ist was Gemeinsames. Und viele glauben, dass das Vision ist. Und jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, das ist das Coole an dem Job, den ich habe. Ich kriege immer die Projekte, wo jeder sagt, das geht nicht. Ich habe so ein Projekt gekriegt, das hieß, wie kann man die deutsche Nationalmannschaft zum Weltmeister machen? Und 2014, also die wenigsten wissen es wahrscheinlich, wurde ja die Mannschaft Weltmeister in Brasilien. Das lag ja nicht am Team, auch nicht am Trainer. Das lag nur in der SAP-Software. Also nein. Spaß beiseite. Wir haben angefangen damals Sportdaten auszuwerten, reine Analytics. Und es war verrückt, dass man da neue Erkenntnisse gewonnen hat, die auch eingeflossen sind in Entscheidungen. Jetzt kamen die gleichen wieder auf uns zu und haben gemeint, Rolf, wir haben ein Problem. Wir spielen jetzt eine Europameisterschaft. Das haben auch wir gemacht mit der Software. Allerdings hat das Team versagt. Also Software war super. Da hat es genau in dem Fall. Naja. Und zwar war es eine ganz interessante Fragestellung, die haben gesagt, mittlerweile sind die Mannschaften so diszipliniert,
Wir glauben, dass in der Knockout-Phase alles ins Elfmeterschießen geht. Und es war im Endeffekt ja auch so, dass es extrem viele Elfmeterschießen gab. Kann man durch Innovation und Technologie, das haben wir auch bei Hoffenheim eingesetzt, in dem Jahr, wo sie fast abgestiegen wären, da war es der erste Prototyp, hat zwar nichts damit zu tun gehabt, habe ich erzählt, wie cool das ist, also da haben wir drüber gesprochen, kann ich mit Technologie sportliche Entscheidungen positiv beeinflussen? Und das Verrückte ist, ich habe dann damals mit meinem Haupt gesprochen und gesagt, wir haben da die Idee, ich müsste mal mit Profifußballern reden, weil ich habe keine Ahnung vom Fußball, ich bin ja der Techie. Und zwar, wie ist das Verhalten eines Profischützen im Fußball beim Penalty? Und da hat er uns einen Kanal geöffnet, da haben wir mit dem Huub Stevens, der war damals Trainer, gesprochen, also ein holländischer Coach, ist auch schon krass, dass man dann im Fußball einen Holländer am Rad fragt, aber haben wir gemacht. Dann kam komischerweise der Louis van Gaal, wo ich gedacht habe, es hörte gar nicht auf mit denen, bis wir gemerkt haben, die kommen alle aus dieser Schule von Johan van Cruyff, was ein reiner Data Maniac war, also da erkennt man wieder diese Datenverbindung. Pep Guardiola gesprochen, Andy Köpke, und die haben was ganz Witziges gemacht. Die haben uns Verhaltensdaten von Fußballern gegeben. Jetzt zeige ich Ihnen mal, was dann passiert, wenn man Machine Learning im Fußball einsetzt. Das ist so eine Penalty-Datenbank, die haben wir gebaut. Das ist jetzt ein SAP-System aus der Cloud, also das ist auch live. Das nutzt der Manuel Neuer, wenn er nicht verletzt ist. Und da muss man sich vorstellen, ich kann jetzt hier drauf gehen, sagt zum Beispiel Bayern München. Ja, Bayern München. Und das Witzige ist, Sie sehen hier alle Elfmeter, die geschossen wurden in den letzten Jahren. Und die Daten können Sie kaufen. Da gibt es so jemanden, das heißt heimspiel.de, die sammeln die. Aber das ist eigentlich ziemlich langweilig, weil was Sie da kriegen, wenn man sich so einen Arjen Robben mal anguckt, bleibt er bei den Holländern. Das kann man heute kaufen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind der Fußball-Nationaltorwart und spielen am Samstag gegen Bayern, gucken sich die Top-Schützen an. Was bringt Ihnen das? Also die wenigsten Torhüter haben ja Mathematik studiert, dass sie jetzt wissen, was sie machen sollen. Das Einzige, was die sehen, ist, bleibt in der Mitte stehen. Also das scheint schlecht zu sein. Und dann haben wir einfach, und das ist, was ich den Menschen versuche klarzumachen, Machine Learning, ich kann automatisieren, das ist das eine. Aber jetzt geht es darum, die Verhalten in Modelle umzusetzen. Da haben die uns erklärt, Rolf, es gibt eine Spielsituation, da geht es nicht um Daten, da geht es nur um das Verhalten in dem Modell. Bin ich unter Druck, spiele ich zu Hause? Das hat einen Einfluss. Und Experten sagen, das ist ein Faktor. Dann haben sie uns drei weitere Faktoren gegeben, neben der Drucksituation. Das Thema Kick-Type, also wie läuft der an, verzögert der, was ist die Geschwindigkeit, wo schaut er hin, hat er einen Innenfuß, den Spann, lupft er ihn an. Also reine Schussmerkmale. Und dann, ganz interessant, wusste ich auch nicht, total der geile Begriff, Biomechanical Disadvantage. Das heißt, übersetzt, wenn ich an so einen Elfmeter ranlaufe, gibt es einen Winkel zum Ball. Und je nachdem, wie der Winkel ist, habe ich eine Körperphysis, dann kann man halt nur ungern so treten. Es gibt ganz wenige Spieler, die es immer können. Und dann haben wir einfach dieses Modell über die Schussdaten gelegt. Jetzt kommt was total Witziges raus, bei meinem Freund Arjen Robben zum Beispiel. Wenn der Kollege Druck hat, was ich ihm nicht wünsche, dann kann der nämlich nur noch in die Ecke schießen. Viel schlimmer noch, anhand vom Winkel weiß ich, welche Ecke. Und um das Ganze nochmal bildlich darzustellen, habe ich extra ein Video dabei, das den wahnsinnigen Erfolg von Herrn Robben zeigt. Und das war ein spezieller Wunsch von Manuel Neuer, der sagte, ich brauche Bilder, um mir das vorzustellen. Das war ein Halbfinale Pokal, Bayern gegen Dortmund, 5 Minuten zu spielen, 1-0 hinten. Das war so klar dem Weidenfeller, der geht in die Ecke. Und das war ihm auch so klar, welches ist anhand vom Winkel. Aber das ist nicht Big Data, das ist Verhaltensdaten mit dem Wissen. Und das ist etwas, was faszinierend ist, weil man einfach mehr rauskriegt. Und das Witzige ist, ich habe das nach 8 Wochen, hatten 6 Mitarbeiter, das entwickelt, was ich beeindruckend fand, weil die Wahrscheinlichkeitsvorhersagen waren groß. Und dann habe ich das nicht geglaubt und hatte auch die Chance gehabt, mit Franz Beckenbauer darüber mal zu reden. Weil ich habe gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Und meinte er, doch, das ist richtig, das ist wahr, das ist wirklich so. Und dann sagt er, was habt ihr noch rausgefunden? Und dann sage ich, ja, ich habe noch herausgefunden, selbst wenn ich weiß, wo der hinschießt, wenn es ein perfekt geschossener Elfmeter ist, geht er rein. Und das war so der Moment, wo ich dachte, das ist auch so, bub, geh zurück, entwickel wieder. Das war mir jetzt zu banal. Und dann sagte er, du hast vollkommen recht. Das wusste ich 1990 noch nicht. Ich wusste nur, wenn die gut schießen, gewinne ich die WM. Und dann sagte er so voll trocken, und weißt du, ich habe nach jedem Training Elfmeter schießen lassen. Jedes Training.
Und der Andi Brehm und der Lothar Matthäus, die haben da die Mücken von der Latten geschossen. Und als es drauf ankam, konnte man sich auf der Andi verlassen. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, das Big Data ist das eine, aber das Interessante ist Machine Learning mit Verhaltensdaten. Und der Einzige, der es geschafft hat, bisher diesen Algorithmus zu brechen und zu manipulieren, ist ein Spieler namens Messi. Das kann ich mal ganz kurz zeigen. Also gut, Herr Messi. Einige sagen, er ist der beste Spieler der Welt. Weiß ich nicht. Ich finde, er bescheißt. Also erstmal, wenn man seine Schussstatistik anguckt, hat man ja das Gefühl, dass er jeden Morgen betrunken ist. Also wahnsinniges Muster. Der Algorithmus hat nichts rausgefunden. Da gibt es ganz wenig Spieler, was auch viel schlimmer ist. Er ist ein Cheater. Das zeige ich Ihnen. Hier gegen Celta de Vigo. Was hat er nämlich gemacht, der böse Messi? Das sag ich mal. So kann natürlich jeder die Machine Learning Engines hinters Licht führen. Und das ist mehr oder weniger, was ich halt wirklich hier sagen kann, was da passiert. Was das Witzige ist, viele fragen mich, warum funktioniert das heute? Warum? Das ist ja die Chef von SAP, so gesagt, wir verkaufen ja. Also, wenn Sie Fußball spielen, können Sie für 500 Euro im Jahr im SAP Online Store sich die Daten runterladen. Ich hoffe, Sie spielen hoch genug in der Liga, da sind Sie auch drin. Also dritte Liga ist vielleicht noch drin, zweite, dritte Liga. Das ist drin. Das Interessante ist, wir haben nur den Algorithmus verkauft. Das ist das Verrückte dran. Die Daten laden Sie rein, die kann man kaufen und der Algorithmus sagt es halt voraus. Ich wollte ja nur sagen, 2006 hat man noch einen Spickzettel dazu gebraucht. Also alle Verkanen mir ins Leben angegeben. Ja, jetzt kommt der Oberhammer. Wissen Sie weiter die Daten, wo die herkamen? Von Hüb Stevens. Hüb Stevens hatte nämlich manuell jeden Elfmeter aufgeschrieben. Das ist kein Quatsch. Also das ist daher, das Ganze basiert auf Daten mit Verhaltensmodellen. Daher kommt es. Das ist also, und das ist das Spannende, warum ich sage, dieses Machine Learning Automatisierung ist eins. Aber wenn Sie jetzt anfangen, das Wissen aus Ihrer Firma über Menschen, Verhalten, Kundendaten, Maschinendaten in so Algorithmen zu packen, das wird im Wettbewerbssituation helfen. Und das ist, warum ich den Menschen sage, man darf da keine Angst haben, weil der Knackpunkt ist, ich werde immer gefragt, warum funktioniert das jetzt? Wir reden seit 40 Jahren, ich weiß nicht, wer von Ihnen Informatik studiert hat, über künstliche Intelligenz. Der Knackpunkt ist aber, heute ist es technisch machbar, es ist bezahlbar, früher brauchte ich riesen Supercomputer und man kann heute nachweisen, dass es einen Impact hat, dass es eine Wirkung hat, es ist viable, da ist ein wirtschaftlicher Faktor hinten dran. Und es gab es ja die letzten Jahre nur theoretisch. Die Algorithmen sind die gleichen, bloß ich kann es jetzt machen und ich habe die Daten, das darf man nie vergessen. Also vielleicht auch eins, falls Sie in dem Segment arbeiten und irgendwann mal Ihr Algorithmus nicht funktionieren sollte. Es ist nicht Ihre Schuld. Sagen Sie einfach Ihrem Chef, ich hatte nicht genug Daten. Er kann es nicht nachweisen. Also von daher, das ist, was ich momentan sehe. Bloß das Verrückte ist, und das ist das, wo ich jetzt auf das Gesellschaftliche gehe. Es ist Wahnsinn. Wir haben die Daten. Das, was da kommt in Logistik, 3D-Druck, Fertigungsindustrie und Machine Learning ist Wahnsinn. Ich finde es wirklich beeindruckend, vor allem wenn man sieht, wie einfach man neue Erkenntnisse gewinnt. Die Problematik ist nur, und da habe ich mir viel Gedanken gemacht, was heißt das für uns? Also ich habe oft Vorträge, wo Menschen mich fragen, möchten sie in so einer Welt leben? Weil sie immer so begeistert daherreden, mit ihren vernetzten Schuhen da rumspringen. Oder sind wir nur noch so Marionetten? Und da ist jetzt was ganz entscheidend. Ich sehe das kommen und ich weiß auch eins, dass die Technologie es ermöglicht und dass man gar keine Chance hat, es nicht zu tun. Die Frage ist, ob man es beeinflusst. Und für mich ist das Wichtigste, wenn Sie möchten, dass die Zukunft positiv ist, muss man sie beeinflussen. Und zwar, indem man transparent ist und sagt, welche Daten ich nehme, was die Algorithmen sind. Ähnlich wie auf dem Telefon, wenn er sagt, darf ich Ihren Ort verwenden? Möchten Sie, dass die Applikation im Hintergrund Ihren Ort verwendet? Also es geht nur um Vertrauen und das ist auch die Währung der Zukunft. Vertrauen einmal gebrochen geht und das beste Beispiel, Nintendo. Nintendo hat den höchsten Vertrauenswert bei Computerspielen. Wenn Sie sich angucken, was deren Online-Fähigkeiten sind, die sind funktional hinter Sony und wie sie alle heißen. Aber die Eltern sagen, Nintendo gebe ich meinen Kindern. Es geht um Vertrauen. Und damit Vertrauen funktioniert, muss man aufklären. Jetzt gibt es aber das andere Problem. Ich rede viel über Digitalisierung. Warum dauert das so lange? Warum hat die Frau Merkel seit 12 Jahren es nicht geschafft, Elektromobilität
in Deutschland zu etablieren, obwohl wir die Autonation Nummer 1 sind. Warum schaffen wir das nicht? Und da habe ich jetzt Folgendes festgestellt, das hat nichts mit Technik zu tun. Es geht um den Menschen und das ist für mich so entscheidend. Wenn ich nicht will, dass ich eine Marionette werde, muss ich mich jetzt um den Menschen kümmern. Und ich habe mit einem Psychologen zusammengearbeitet, weil ich gesagt habe, warum funktioniert das nicht? Warum machen es einige, andere nicht? Wo kommt die Geschwindigkeit her? Und wir haben in der Diskussion ist so ein Kompass entstanden. Ich möchte Ihnen das zeigen, weil was wir momentan machen, ich glaube, wir machen den Menschen Angst, anstatt durch Aufklärung die Menschen abzuholen. Und zwar, es gibt, was ich auch nicht mag, ist das Thema Generationenproblem, die alte Generation, die junge Generation, das hat damit nichts zu tun. Es gibt nur in den Menschen verschiedene Ichs, ein analoges Ich und ein digitales Ich. Wir reden alle über digitale Lebenswelt, wie auch Heidelberg, die digitale Stadt. Das ist für mich eine Lebenswelt. Und im analogen Ich gibt es halt solche Werte oder Attribute, wie zum Beispiel Wissen, wir denken in Generationen, wir leben in der Gegenwart, kennen aber die Vergangenheit und die Zukunft, was auch ganz interessant ist. Wir leben in der Kausalität und wir haben eine Privatsphäre. Das Interessante ist aber, wenn Sie mal gucken, wir haben auch sowas wie eine kollektive Meinung. Wo entsteht die? Wir gucken es heute schon mal oder die Tagesschau. Also es ist einfach so. Wir lesen bestimmte Medien und daraus ergibt sich eine Wahrheit. Das ist eine kollektive Meinung. Und da sagen wir, das ist vernünftig. Das Interessante ist, wir haben natürlich auch Werte und wir denken immer linear. Das ist halt einfach, so sind wir aufgewachsen. Dann gibt es aber so ein digitales Ich. Digitales Ich kennen Sie alle von Ihrem Frühstückstisch, wenn Sie Kinder haben. Die haben ihre eigene Meinung. Die haben eine Privatsphäre, also meine Patenkinder, die posten Dinge in Facebook, wo ich sage, Fabian, geht's noch? Und dann sagt er, wieso machen doch alle? Also wo auch irgendwann dann die Worte einem fehlen. Dann das ganze Thema Aufmerksamkeitsspanne, wenn sie mit, also es ist so, man sagt heute, die Aufmerksamkeitsspanne liegt unter einer Minute von den Jugendlichen, ein, zwei Minuten. Ich finde es gar nicht so negativ, weil wenn der mehr Taschengeld will, halte ich mal zwei Minuten die Klappe, dann hat er das vergessen. Aber das Interessante ist, die reagieren ganz anders auf Sachen. Interessant ist halt auch, dass sie halt nach Korrelation arbeiten, dass die nur noch Messwerte haben und in der Echtzeit leben. Ist es jetzt gut oder schlecht? Das ist egal, das ist so eine digitale Welt. Die wachsen auf, da gibt es diese ganzen Definitionen Millennials, aber der Unterschied für mich ist, in dem digitalen Ich hat man komplett andere Attribute und Werte. Bloß das führt dazu, wie man sich verhält und Entscheidungen hat. Und jetzt gibt es eins. Jetzt haben wir diese digitalen Capabilities oder Fähigkeiten. Big Data, Always Online, das ganze Thema Sensorik, alles, was mit sozialen Netzwerken zu tun hat und Blogs. Und bloß das Thema ist halt, und das verstehen die wenigsten, dass in diesen ganzen digitalen Lebenswelten, in denen wir uns unterhalten, diese digitalen Fähigkeiten, die Grundvoraussetzung sind, die dummerweise nur auf so ein digitales Ich funktionieren, wie zum Beispiel Lernen. So wie wir gelernt haben, lernt die Jugend heute nicht mehr. Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt, wenn der bei mir übernachtet, dann fängt er plötzlich morgens an, nachdem er jahrelang Müsli gegessen hat und sagt, Müsli ist ungesund, ich brauche jetzt Chiasamen. Und dann denke ich mir, sag mal, Fips, was ist passiert? Wie kommst du da drauf? Dann erzählt er mir irgendwas, dass irgendjemand im Blog geschrieben hat, wie cool das ist. Dann sage ich, wer ist denn das in dem Blog? Ich kenne den gar nicht, dann sage ich. Wenn ich jetzt einen Blog schreibe, wo drin steht, Chiasamen machen müde, hörst du dann auf, das Zeug wieder zu essen? Ess mal wieder Müsli. Dann sagt er, nee, du hast nicht so viele Follower. Daraufhin denke ich mir, hast du eine Ahnung, wie viele Chinesen ich mir kaufen kann? Aber das ist wirklich, wo ich sagen muss, das ist eine komplett andere Form. Und ist es gut oder schlecht? Das ist die Zeit. Und das Verrückte ist, was aber wir machen in den Medien, wir pushen immer mehr diese neuen digitalen Lebensformen und merken dann, dass man die Menschen, die noch die Werte im analogen Ich haben, immer mehr abhängen. Und das sieht man, das zieht sich durch die Bank, durch alle möglichen Fähigkeiten. Am schlimmsten finde ich es persönlich bei dem Thema Privacy. Es gibt einfach verschiedene Ebenen der Privatsphäre. Bloß das Verrückte ist, ich sehe es bei meinem Vater, der kommt jetzt in ein Alter, wo die Frage ist, kann er noch alleine zu Hause leben oder nicht? Aber das Thema ist, diese Zuhause-Leben alleine, dieses, also das heißt, Assisted Retirement Community mit Smart Home und Health, setzt halt voraus, dass er seine Daten preisgibt. Er hat aber Angst, weil das nicht zu seinem Wertesystem passt. Jetzt fange ich an, ihm aufzuklären und sagen, hör zu,
Wenn du zu Hause sein willst, musst du halt mit so einer digitalen Jacke rumlaufen oder musst du das überwachen lassen für den Arzt. Aber das Interessante ist, das ist für ihn eine Überwindung, weil er 70 Jahre oder 77 Jahre das so nicht gemacht hat. Und das ist das Problem bei der Digitalisierung der Gesellschaft, dass wir nicht anerkennen, dass das, worüber wir reden mit den Fähigkeiten, gar nicht an das Verhalten, die Werte der Menschen geht. Und eins ist halt wichtig, das hatte ich vorhin schon gebracht, es geht alles nur noch um Big Data. Und da ist es halt mittlerweile so, beim Big Data-Thema, es gibt kein Thema, was ohne Daten ausgeht, das halt Korrelation, Kausalität schlägt. Und das einfachste Beispiel, Versicherung. Ich weiß nicht von Ihnen, wer da in der Versicherungsbranche zu Hause ist, aber so Aktuare, ja? Die leben aus der Vergangenheit, große Datenmengen, ganz genau, rechnen Risiken auf. Am Ende gewinnt immer die Bank oder die Versicherung. Und so als Beispiel kann ich Ihnen zwei Beispiele nennen, negativ und positiv. Ich habe eines der ersten Elektroautos 2010 gehabt. Das war so ein Renault, Topgeschwindigkeit 135, wenn man die gefahren hat, eine Reichweite von 80 Kilometer, also super Auto. Aber total cool, so elektrisch. Dann wollte ich es versichern, beim großen Versicherer aus München. Dann haben die Kollegen für das Ding mehr verlangt als für einen Golf. Dann habe ich angerufen und gesagt, sag mal, geht's noch? Das ist eine französische Elektrokiste, da ist nichts drin. Warum kostet die 1,6 mal so viel wie ein Golf? Dann meinte er, wieso? Sag ich, guck mal, ich bin doch viel nachhaltiger. Die Topgeschwindigkeit ist 135. Ich fahre die aber nie, weil sonst die Reichweite runtergeht. Wenn das geklaut wird, musst du alle 100 Kilometer 5 Stunden warten, dass du es wegbringst. Sag ich, das kann doch nicht mehr kosten. Das sind 3 Tage, bis es weg ist. Aber der Knackpunkt ist, nein, ich meine, wenn ich es an die Wand knall, da ist nur Plastikschrott drin. Das kann ja teurer sein. Und dann sagt er zu mir, ja, Rolf, weißt du, wir haben noch nicht genug Elektroautos versichert. Wir können das nicht sagen. Dann sage ich, ja, was muss ich jetzt machen? Also wenn du 10.000 an die Wand knallst und wir die Rechnung dann analysieren, können wir den besseren Preis machen. Das ist, wenn Kausalität Korrelation schlägt, also verrückt. Jetzt umgekehrt, gleiche Vorstand von der Versicherung, habe ich gerade geschäftlich mit ihm zu tun, hat er mal ganz stolz erzählt, dass sie so die genialste Hausratversicherung haben und für nur 8 Euro im Monat oder im Jahr, für 8 Euro, versichern die Fahrräder und immer Neupreiserstattung. Total geil, hat er mir erzählt. Deswegen sind sie so geil. Genau 8 Euro im Jahr, weil er weiß, die Fahrräder sind die 200 Euro Fahrräder pro Fahrrad. Und nur Studenten im Bahnhof werden die geklaut, alles Drahtesel, super Sache. Dann sage ich, ich weiß, ich kenne ihr Modell. Die hat mich ja beim Elektroauto über den Tisch gezogen. Dann sagt er, ja, tut mir leid. Aber jetzt sage ich dir was, in meiner Garage für die 8 Euro stehen Elektrofahrräder im Wert von über 10.000 Euro. Und weißt du was, ich schließe die nie ab. Neupreis, immer Neupreis. In dem Moment sage ich, und jetzt sage ich dir, wie du das Problem löst. Wenn mal 10.000 von Dingen geklaut werden, werdet ihr merken, dass es teurer wird. Und das ist, was ich sage. Das passiert jeden Tag. Und da hat am nächsten Tag das Ding geändert. Also nicht für mich, für die anderen, aber also, die noch einen Vertrag haben, haben es natürlich. Und ich werde alle Fahrräder in diese Garage stellen. Also für eine ganze Straße können sie es reinstellen. Und daran erkennt man, dass wir selbst in Unternehmen es nicht schaffen, uns auf die neue Zeit einzustellen, weil es einfach zu sehr in dieses analoge Ich reingeht. Und das ist so ein bisschen für mich der Punkt, wo ich Ihnen nur sagen kann, diese Digitalisierung ist da. Sorry, also die wird da nicht wegdiskutiert. Es gibt aber ganz viele Menschen, die nur den Profit drin sehen. Und es gibt die wenigsten, die sagen, ich muss das aufklären über Werte, Vertrauen. SAP hat das Glück gehabt, dass wir in unserer Geschichte immer das Thema Kundenwerte oben hochgehalten haben und dann noch nie in irgendwelche Skandale verwickelt waren. Warum? In der digitalen Welt ist dann Feierabend. Man muss genau das tun. Und was ich nur sagen kann, ist, wir werden es nicht aufhalten können. Wir müssen mal Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen heißt, es wird sich sehr viel verändern. Und wer es schön redet, der lügt. Das ist falsch. Und die Veränderungen sind massiv. Also allein, was ich vorhin über Automatisierung erzählt habe, ob das ein Maschinenbau ist, Verkehr, Logistik, es wird sich alles verändern. Was ich aber für uns positiv finde vom Standort, die wirkliche Wertschöpfung, die richtig coolen Dinge ist, wenn ich das Verhalten, das Wissen in Algorithmen packe. Und dass wir Software bauen können, wissen wir. Dass wir sehr viel Wissen haben, wissen wir auch. Das ist die Zukunft. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der industriellen Revolution, also Ende des 18. Jahrhunderts in England, als die Dampfmaschine die Muskelkraft ersetzt hat. Da hat sich jetzt auch keiner beschwert, dass die Kinder nicht mehr in die Kohlegrube steigen mussten. Bloß das Interessante ist, zu der Zeit wurden ungefähr 800.000 Jobs gekillt.
Es wurden 3 Millionen neue Jobs geschaffen durch die neue Prosperität. Aber schon damals war das Problem, dass die 800.000 selten einen Job von den 3 Millionen abbekommen haben. Und das Gleiche passiert jetzt wieder. Und die Zukunft wird viel im Bereich Service liegen, Dienstleistungen, das ganze Thema Menschen. Aber der wichtigste Punkt ist, man muss es gesellschaftlich angehen, weil der Wandel kommt. Und das Einzige, wo ich sage, was mich nachdenklich stimmt, ist nicht, dass der Wandel kommt, nicht, dass wir kein Potenzial haben auf die Prosperität. Ich bin überzeugt, dass sie steigen wird. Das Einzige, was ich mit Respekt mir anschaue, also Angst habe ich keine, aber wo ich mit Respekt reingucke, ist die Geschwindigkeit. Weil die Geschwindigkeit, die da drin läuft, die ist Wahnsinn. Also das meine ich im Ernst. Die ist so hoch und da muss man eigentlich aufpassen, weil sonst überrollt sie einen und dann verliert man die Menschen. Ich merke das, wie viel mehr Menschen immer, ob das jetzt ein Burnout ist, ob das einfach eine Überforderung ist mit der Situation. Das ist, was man angehen muss. Alles andere wird kommen, ist meines Erachtens auch total positiv. Aber da kann ich wirklich nur sagen, die Verantwortung muss man gemeinsam tragen. Und damit komme ich auch zum Ende. Und die Zeit ist reif, also technologisch reif. Wir reden immer über irgendwelche Visionen. Das passiert einfach. Damit bin ich am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.